Begriffe, die ich mit Zukunft verbinde, sind Katastrophe, Utopie und Klimawandel. Verwandlung, Zerstörung, gesellschaftliche Verwachsung und natürlich der Tod. Klimawandel? Ich finde, Zukunft ist immer spannend, Aufregung irgendwie, würde ich sagen, Veränderung und Familie. Auf jeden Fall vorwärts. Ja, der Dienst vielleicht noch, nicht so rosig, würde ich auch vielleicht sagen. Und ja, eigentlich ist der Drops gelutscht. Ich würde sagen, dass ich ein possibilistisches Zukunftsbild habe. Also, dass ich daran glaube, dass uns alle Möglichkeiten offen stehen. Sowohl, dass wir in die Katastrophe schlittern, als auch, dass wir in 50 Jahren die schönste Welt haben, die wir jemals gehabt haben. Und dass der Erfolg davon steht und fällt, ob wir es hinkriegen, den Klimawandel zu bekämpfen oder nicht. Spannend, Aufregung, denke ich, ist eigentlich sehr optimistisch gedacht. Manche haben auch Angst vor der Zukunft so. Deswegen denke ich, wenn man der Zukunft mit Aufregung oder Spannung irgendwie begegnen kann, dann ist das schon ein gutes Mindset oder eine gute Einstellung. Dienst ist für mich so eigentlich mein Zufluchtsort, so, wo ich nochmal irgendwie irgendeinen Sinn von unserer Spezies. Also wir sind ja so ein bisschen sinnbefreit auch. Von der Natur. Es kommt mir vor, als wären wir so der Suizid der Evolution. Wenn man aber einer Sache dient, wie zum Beispiel der Natur, die das definitiv verdient hat, oder der Kunst oder seiner Idee, dann ist das eigentlich eine ziemlich geile Position, die man beziehen kann, ohne irgendwen wirklich zu nerven oder so, oder irgendwas kaputt zu machen oder keine Ahnung. Also vorwärts ist halt einfach immer ein Ding, was ich gerne gehe. Wir haben nach vorne ja eh schon auch noch genug Hassel und zu tun so. Und wir sind 80 Jahre hier vorwärts, Digga, das ist nicht lang so, ne? Ist halt nur voll kurz. Und in den 80 Jahren soll ja möglichst so viel Geiles passieren, wie ihm geht, weil gehen tust du eh. Tod war für mich von Anfang an klar, weil der Tod das Einzige ist, was die Zukunft, was in der Zukunft sicher ist, wo wir uns sicher sein können. Wir werden halt sterben. Die Zerstörung ist der Teil, der wir Menschen im Prinzip sind. Die Maschinen, dass wir die Natur zerstören, dass wir nicht miteinander sind. Das Gegenteil davon sagt das gesellschaftliche Verwachsen aus. Weil ich glaube, dass nur das gesellschaftliche Verwachsen uns am Ende zu einer Zukunft bringen kann, in der wir glücklich sein können. Wenn man an Familie denkt, ob im Großen oder im Kleinen, also ob wir jetzt unsere eigene Familie, die vielleicht irgendwann gründen, oder dass wir halt einfach als Familie immer mehr zusammenwachsen, das Internet, wir sind vernetzter, also auch in dem Sinne Familie, dass wir einfach Kollektive bilden, uns mehr zusammentun in kleineren Grüppchen. Es war noch nie so einfach für uns, so viele Menschen auf einmal zu erreichen, so viele Menschen zu mobilisieren für eine Sache. Und für eine globale Aufgabe wie der Klimawandel es ist, ist dieses Internet eben die Lösung, um genug Menschen auf das Problem aufmerksam zu machen, um die Menschen aufzuklären, um die Menschen zusammenzubringen. Und natürlich nutzen auch reaktionäre Kräfte das Internet, um ja für andere Zwecke Menschen zu mobilisieren, die nicht unbedingt der Menschheit förderlich sind. Aber ich bin der Meinung, wie man ja in den letzten Jahren auch gesehen hat, zum Beispiel mit der Fridays for Future Bewegung, dass das Internet eben mehr dazu dienen kann, positiven Wandel voranzubringen,
Und im Sinne des technologischen Fortschritts eben auch dafür zu sorgen, den Menschen eine bessere Welt zu bescheren. Ich glaube, dass mit dem gesellschaftlichen Verwachsen, dass da natürlich Technologie auch eine große Rolle spielt. Aber ich glaube, ich meine mit gesellschaftlichem Verwachsen auch viel mehr, dass wir auch in einer einzelnen Stadt mehr miteinander agieren müssen als Menschen. Wir müssen mehr hochgucken, uns mehr in die Augen sehen, mehr glücklich sein und so miteinander verwachsen, dass es sich mehr Communities bilden und dass diese kleinen Communities irgendwann eine riesige Community bilden, die die Erde irgendwie rettet vor dem, was wir gerade tun. Und Technologie trägt auf jeden Fall dazu bei, aber ich glaube, dass wir in kleinen Steps damit anfangen müssen. Unsere Generation hat unfassbar große Chancen, aber verhältnismäßig auch hohe Risiken, denen wir ausgesetzt sind. Die Chancen bestehen natürlich darin, dass der technologische Fortschritt uns so weit bringt, dass wir irgendwann fast gar nicht mehr arbeiten müssen und dass wir diese Welt schon erleben werden. Dafür müssen wir uns natürlich auch extrem einsetzen und uns gleichzeitig auch noch darum bemühen, dass unsere Erde eben nicht zu heiß für uns wird. Und da braucht es eben auch ganz viel Aktivismus und Bereitschaft unserer Generation, diesen Wandel hin zum Positiven auch voranzutreiben. Ich würde mal sagen, die junge Generation ist immer die Chance. Das muss die ältere Generation irgendwie mal raffen, dass die Jungen eigentlich immer die Zukunft sind, egal ob wir jetzt von unserer Generation reden oder die schon darunter sind so. Und ich finde alles eigentlich gut, was die junge Generation einbringt. Das ist egal, ob sie jetzt irgendwie am Eskalieren ist in dem Sinne oder ob sie wirklich innovativ sind, weil alles ist ja nur eine Reflexion von unserer Gesellschaft, also von dem, was die anderen irgendwie hervorgebracht haben. Und wenn sie das kann, an sich selbst glauben, mit dem, was sie da eigentlich alles mitbekommen haben und sich nicht zu viel von der alten Generation einschüchtern zu lassen, weil die will ja immer die Strukturen behalten. So werden wir auch irgendwann sein, so, dass wir vielleicht nicht mehr so offen sind. So. Ja, sich nicht davon einschüchtern lässt und halt versucht, so positiv mitzuwirken, dass die alte Generation auch irgendwie noch mitkommt. Weißt du, was ich meine so? Also nicht, dass es gleich heißt, ah, der Boomer, der hat keinen Bock mehr oder so, sondern dass sie noch die Chance haben, mitkommen zu dürfen so. Und ich denke, wenn es da so eine Symbiose gibt von Alt und Jung, das wäre der Traum so. Das wäre der Traum. Wenn ich mir Gedanken darüber mache, wie die Zukunft aussehen könnte und sehe, dass manche Menschen dann entweder aufgeben und sagen, ja, fuck it, ich mache jetzt einfach wirklich drauf geschissen, ob es für irgendwen gut oder schlecht ist, einfach das, worauf ich Bock habe und was ich geil finde, dann finde ich das super traurig, weil ich auf jeden Fall der Meinung bin, dass eben noch alles drin ist. Und deswegen gehe ich so durch mein Leben, als würde ich von dem bestmöglichen Szenario ausgehen, weil ich hoffe, dass wenn ich Entscheidungen treffe, die dazu führen, dass wir zu diesem bestmöglichen Szenario kommen, dass andere das auch machen und dass wir es am Ende vielleicht sogar erreichen. Ob ich schon solche Erleuchtungsmomente hatte, muss ich sagen, ja. In vielen Bereichen. Also ich würde als erstes Meditation nennen. Ich bin ja Yoga-Meditationslehrer. Für mich ist Erleuchtung Bewusstsein. Und nicht Bewusstsein, das, was wir alle haben, sondern sich bewusst werden. Also wirklich Bewusstsein. Und aus diesem Aspekt würde ich sagen, dass ich schon viele solche Momente habe und die mich bis heute eigentlich begleiten. Angefangen in der Meditation, dass man sich einfach das Leben bewusst wurde. Als Beispiel dafür, wir sind so oft irgendwie geärgert oder genervt von irgendwelchen Sachen im Leben. Und in der Meditation ist mir schon aufgefallen, so kleinlich gedacht eigentlich, dass ich so glücklich bin, zu atmen, dass meine Lungen funktionieren. Weil es gibt so viele Leute, wo die Lungen nicht funktionieren. Dass ich durch meine Augen diese Farben einfach sehen kann, all diese Farben, weil es gibt so viele Leute, die nicht sehen können. Und all diese Kleinigkeiten, über die ich nie im Leben vorher nachgedacht habe, sowas wäre für mich Bewusstsein oder Erleuchtungsmomente, weil ich auf einmal glücklich bin
Und das ohne irgendwelchen materiellen Besitz, ohne Frau oder sonst irgendwas, sondern nur für mich und nur wegen solchen Sachen so. Und das ist für mich Erleuchtung. So mehr spiritueller Art. Ich würde eher sagen nein, obwohl ich schon sehr intensive Sachen erfahren habe, wie Geburt oder so. Das war schon so super intensiv und eigentlich eine Art Erleuchtung ins Instinktive zurück sozusagen. Also ins Stammhirn, Mittelhirn, so, da wissen wir eigentlich total viel, das ist ja krass. Das hat, also mein Sohn und die Geburt meines Sohnes hat mein Leben komplett beeinflusst, zum guten Glück ins Positive. Also ich musste krass Verantwortung übernehmen und habe eigentlich erst überhaupt gelernt, wie ich für mich Verantwortung übernehme, indem ich für meinen Sohn Verantwortung übernommen habe. Das kann man schon echt, leider echt so sagen. Weil ich war komplett... Und ja, von daher hat dieser doch sehr intensive Moment auf jeden Fall mein Leben super positiv beeinflusst. Einen kleinen Moment der Erleuchtung hatte ich, als ich einen Teil meiner Familie in Chile besucht habe, den ich noch nicht kannte, die dort in eher ärmlichen Verhältnissen leben und trotzdem sehr lieb mich aufgenommen haben. Und in dem Moment habe ich realisiert, zum einen, dass Geld nicht alles ist, aber zum anderen habe ich sehr viel Dankbarkeit und Wertschätzung für mein Leben in Deutschland empfunden. Was ich so die letzten Jahre für mich selbst erkannt habe, ist tatsächlich, was ich einfach erlebe, dass wenn man mit mehr Glücklichkeit, mehr Dankbarkeit und mehr Liebe durchs Leben geht und jedem Menschen mit mehr Glücklichkeit und Offenheit und Liebe begegnet und auch sich selber mit mehr Glücklichkeit und Offenheit und Liebe begegnet, dass dann alle Dinge, die du brauchst, einfach zu dir kommen. Ja, das war meine Erkenntnis. Nur, dass du lebst, dass du geboren wurdest und dieses Leben erfahren durftest oder erfahren darfst, das ist schon Erleuchtung. Egal, was du mit diesem Leben machst. Aber das zu erkennen, das wären dann die Erleuchtungsmomente so. Also im Endeffekt sind wir all schon erleuchtet, meiner Meinung nach, und müssen nichts dafür tun. Aber das zu erkennen, dafür müssen wir was tun. Is that any predictions we make today for the future will be like last year? I believe we can secure a better future.